Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es die schnellsten Weekend League Belohnungen, die ihr jemals gesehen habt. Also wir werden die so schnell wie möglich ziehen und zwar habe ich nur 17 Siege erreicht in der letzten Weekend League. Ich habe sie auch nicht fertig gespielt, ich glaube ich bin 17 zu 9 gestanden. Elite wäre noch irgendwie möglich gewesen, aber halt auch eigentlich nur in der Theorie. Die monatlichen Belohnungen haben wir auch am Start, da habe ich aber leider nicht wirklich was Heftiges erreicht, weil ich ja in der Türkei auf Trainingslager war und deswegen auch nicht jede Weekend League spielen konnte. Diese Weekend League werde ich nicht spielen. Das habe ich jetzt mal so festgelegt und wir öffnen erstmal dieses Pack hier. Diese Weekend League werde ich nicht spielen. Ich werde Fortnite-Streams machen und vielleicht auch den ein oder anderen FIFA-Stream. Just for fun und Videos und so werde ich vorproduzieren. Diese Woche Frankreich in den Verteidiger. Das ist Perrin. Das ist schlecht. Mit einem 83er Rating. Aber wie gesagt, diese Woche gönne ich mir mal eine Weekend League Pause. Nächste Woche dürfte es dann ganz normal weitergehen. Und dieses Pack ist absolut für den Müll. Das können wir eigentlich alles weggeben. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Pack. Und das ist jetzt hier das 35k Pack. Vielleicht haben wir unfassbares Packluck und ziehen in solchen schlechten Belohnungen ja was Krasses. Oh mein Gott, die Schnuppen waren extrem fett. Alter, was ist das? Oh, Valencia. Valencia ist nice. Ich denke mir gerade, what the fuck, was ist das für eine Flagge? Aber es ist die Ecuador-Flagge gewesen und somit haben wir Valencia gezogen. Valencia dürfte auch was wert sein und da schauen wir direkt mal rein, was der gute Mann wert ist. Den habe ich ja schon als Erstbesitzerspieler im Verein, als Untradable-Karte. Mal schauen, was der noch kostet. Ja, nice, das nehme ich komplett mit. Also ich darf mich nicht beschweren. Wie gesagt, es war ja nur Silber 1 diese Woche und da nehme ich einen 20k-Spieler auf jeden Fall mit. Das ist vollkommen in Ordnung. Leute, schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, was ihr so gezogen habt in euren Weekend-League-Belohnungen und natürlich auch eben dann in den Monaten. Und da ziehen wir jetzt hoffentlich auch nochmal was Gutes. Ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ein Spieler ist über 81 gerated auf jeden Fall. Es wäre schon mal sick, wenn da ja irgendwas halbwegs ordentliches rauskommt. Und es ist Mahrez. Nein, es ist Slimani. Nee, es ist auch nicht Slimani. Es ist Hani mit einem 81er Rating. Ja, damit war es das auch schon wieder mit diesen Weekend League Rewards monatlich und wöchentlich. Wie gesagt, ich habe dieses Monat nicht ganz so heftig gespielt, eben weil ich auch teilweise keine Zeit hatte. Diese Rewards sind zum Vergessen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Und damit war es das auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es euch dennoch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Soll ich diese Weekend League Rewards Packs Openings, alles klar, Pack Openings immer so kurz machen? Schreibt mir das auch gerne mal in die Kommentare. Ich bin raus, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.